Es ist offen. Was ist denn offen? Bist du offen für Weihnachten? Wann hast du jemanden Türen geöffnet? Bist du ein Türöffner? Herzlich willkommen unter dem diesjährigen Motto Türöffner. Begrüßen wir das Team des anderen Gottesdienst zur Heiligen Nacht. Euch recht herzlich zu diesem etwas anderen Weihnachtsgottesdienst. Wir laden euch ein, mit uns zusammen anzukommen, abzuschalten, Weihnachten und Geburtstag eines ganz besonderen Kindes zu feiern. In der Bibel steht im Johannesevangelium im 10. Kapitel: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Lasst uns zusammen eine gute Zeit verbringen und gemeinsam herausfinden, welche Türen wir öffnen können. Komm herein und nimm dir Zeit für dich. Komm herein, vielleicht erkennst du dich. Komm herein, tu deine Sinne, deine Seele auf, denn dein Leben ist so reich, achte darauf. Komm herein, tu deine Sinne. Als der Advent in die Ottostraße kam. Ein Haus in der Ottostraße unterschied sich von den anderen Häusern, das Haus der Müllers. Dessen Haustür stand nämlich fast immer offen für die Nachbarn. Und jeder wusste, aha, bei Müllers ist jemand zu Hause und ich bin willkommen. Die Leute kamen oft in das Haus mit der offenen Tür und oft ging es sehr lustig und spannend, manchmal aber auch nachdenklich und tröstend in Müllers Wohnküche zu. Und weil sie sich gerne hier trafen, verstanden sie sich besser als die Leute aus anderen Straßen. Eines Tages musste Frau Müller für längere Zeit verreisen. Und in der Ottostraße waren nun wie in anderen Straßen alle Türen geschlossen. Bald begannen die Leute zu vergessen, dass sie sich einander aus Müllers Wohnküche doch so gut kannten. Sie versuchten, sich aus dem Weg zu gehen oder blickten zur Seite, wenn sie sich einander begegneten. Unfreundlich war es in der Ottostraße geworden und als Frau Müller heimkehrte, erschrak sie. »Sie haben es nicht begriffen«, sagte sie. »Schade.« Traurig schloss auch sie die Tür hinter sich zu. Die dunkle Jahreszeit kam und die Leute sehnten sich nach der hellen Wohnküche der Müllers. Sie träumten vom Bratapfelduft und Tee, von Kerzenlicht, Napfkuchen und Gesprächen am Abend. Immer häufiger dachten sie daran und als die Adventszeit kam, sagte manch einer, ach wie schön es doch früher in unserer Straße gewesen ist. Sie waren traurig in diesen ersten Adventstagen, die Bewohner der Ottostraße. Bei Müllers war es auch dieses Jahr gemütlich, wie in jedem Jahr. Dennoch fehlte etwas. Und Frau Müller dachte mit Wehmut an die offene Haustür. Eines Tages hielt sie das Schweigen nicht mehr aus. Sie backte einen Napfkuchen und öffnete langsam die Tür. Doch was war da drüben bei Bergers los? Deren Haustür stand offen, weit offen. Da lächelte Frau Müller und sie holte ihren Napfkuchen aus der Küche und ging mit dem Kuchenteller langsam über die Straße.
schickte den Engel Gabriel nach Nazareth. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch Jungfrau und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte: Sei gegrüßt, Maria. Der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Gott wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Wie soll das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich war ja noch nie mit einem Mann zusammen. Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Ich will mein Herz öffnen und mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Und kurze Zeit später war Maria schwanger. Josef, Marias Verlobter, war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Doch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und öffnete ihm die Augen. Josef, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird die Menschen seines Volkes erretten. Als Jesus aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und heiratete Maria. Zu der Zeit ging ein Bot von Kaiser Augustus aus, das alle Welt geschätzt würde. Auch Josef machte sich mit Maria auf in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, auf das er sich schätzen ließe. Und als sie Bethlehem erreichten, kam die Zeit, da Maria gebären sollte. Aber sie fanden keinen Platz in einer Herberge. Keine Tür öffnete sich ihnen, außer die eines Stalls. Und so kam es, dass Maria ihren Sohn in einen Stall zur Welt brachte. Sie wickelte ihn und legte ihn in eine Krippe. Zur gleichen Zeit waren Hirten auf dem Felde, die hüteten ihre Herde. Der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Die Hirten erschraken, doch der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch frohe Botschaft. Heute ist der Retter geboren, Christus, der Herr. Geht, ihr werdet das Kind in einer Krippe liegen finden. Und es öffnete sich der Himmel, und die Menge der himmlischen Herrscharen lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Die Hirten gingen und fanden Maria und Josef und dazu das Kind in der Krippe liegen. Sie erzählten, was ihnen zu diesem Kind gesagt worden war. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel, denn dieser arme Stall birgt doch so viel. Du hast uns hergeführt, wir danken dir. Stern über Bethlehem, dir bleiben wir. Stern über Bethlehem, kehren wir zu. Die geheimnisvolle Türe. Es war einmal ein König eines großen Reiches, dem das Wohle seines Volkes sehr am Herzen lag. Sein engster und weiser Berater stand bereits seinem Vater viele Jahre hilfreich zur Seite. Als dieser in die Jahre kam, forderte er den König auf, frühzeitig nach einem Nachfolger zu suchen, um diesen noch in das Amt einführen zu können. All jene, die sich durch große Bildung und Wissen auszeichneten, sprachen am Hof vor. Dem König gefiel der weise Geist der Anwärter sehr wohl, dennoch schien ihm bei jedem etwas Entscheidendes zu fehlen. Des Königs Berater erkannte das Problem und erstellte kurzerhand ein Auswahlverfahren, zu dem jeder aus dem Volk eingeladen wurde. Jedem Anwärter wurde ein Schlüsselbund
von über 100 Schlüsseln übergeben. Es galt, die Aufgabe zu lösen, eine mächtige, mit Eisen beschlagene Türe auf Anhieb beim ersten Versuch zu öffnen. Wochen gingen ins Land und Tausende versuchten vergeblich, diese Türe zu öffnen. Eines Tages hörte ein Reisender von der geheimnisvollen Türe, zu der niemand den passenden Schlüssel gefunden hatte. So wollte auch er sich an dieser Türe versuchen. Er betrachtete genauestens das Schloss, die Schlüssel sowie die gesamte Türe. Mit einfachem Griff drückte er die Klinke nach unten, wobei sich die Türe umgehend öffnen ließ, da diese gar nicht abgeschlossen war. Erfreut sprach der König: Du stellst dich Herausforderung, ohne dich irreführen zu lassen. Du verlässt dich nicht auf das, was du hörst, sondern vertraust auf deinen Verstand und dein Gefühl. Du sollst mein neuer Berater sein. Viertel nach eins, bist auf dem Weg nach Hause. Durch verregnete Straßen, kennst den Weg mit verbundenen Augen. Steckst den Schlüssel ins Schloss, fast wie jeden Tag, noch keiner da. Nur ein Zettel am Kühlschrank und Geld auf dem Tisch, du kommst schon alleine klar. Hey, hey, Schlüsselkind, auch wenn manche Tage nicht einfach sind, glaub mir, wenn ich dir sage, du kriegst das hin, du kriegst das hin. Hey, hey, Schlüsselkind, kannst den Schlüssel in deren tragen. Glaub mir, in ein paar Jahren macht alles Sinn, du kriegst das hin. Es ist okay, wenn du auch mal nicht lachst. In den Augenblicken, in denen das Lachen der anderen dich traurig macht. Du wirst schon sehen, dass dich nichts unterkriegen kann. Du hast den Schlüssel doch in der Hand, du musst ihn nur drehen. Lass uns einen Moment still werden und um den Segen für unsere Gedanken bitten, die wir für diesen Gottesdienst vorbereitet haben. Florian, warst du früher eigentlich ein Schlüsselkind? Du meinst, dass ich nach der Schule alleine nach Hause gegangen bin und selbst die Tür öffnen musste? Ja, genau. Ja, dann war ich ein Schlüsselkind. Und darauf war ich damals auch ziemlich stolz. Wie war es denn bei dir? Wir hatten damals viele Schlüsselkinder in der Klasse, aber bei mir gab es immer jemanden, der die Tür geöffnet hat. Aber das ist doch ganz schön, wenn du in diesen Situationen immer einen Türöffner hattest. Das stimmt. Allerdings ist es für ein Kind ja auch irgendwann normal, dass Eltern einem die Tür öffnen. Eine ganz neue Situation ist es dann und eine Erfahrung, wenn Freunde zu Türöffnern werden. Sowas habe ich selbst erlebt. Das stimmt. Okay, erzähl doch gern mal. Als ich 2007 meine Ausbildung angefangen habe, habe ich während der Berufsschule in einer anderen Stadt im Wohnheim gelebt. In der kleinen WG, die mir zugewiesen war, machte mir eine junge Frau die Tür auf. Wir schauten uns in die Augen und es war Freundschaft auf den ersten Blick. Bis heute öffnen wir uns immer wieder gegenseitig unsere Türen. Schön, wenn man so jemanden im Freundeskreis hat. Ich habe das in einer anderen Situation ganz ähnlich erfahren. Nachdem ich zum Studium nach Greifswald gezogen bin, bin ich ziemlich schnell auf eine christliche Gemeinschaft gestoßen. Allerdings habe ich auch schnell gemerkt, dass ich mich dort nicht so richtig wohlfühle. Als ich darüber mit einem Kommilitonen gesprochen habe, lud er mich sehr schnell in eine Studierendengemeinde ein. Und dort bin ich dann mit offenen Armen aufgenommen worden. Manchmal muss man auch erst an mehreren Türen klopfen, bis man eine findet, durch die man durchgehen kann. Ging das nicht Maria und Josef in Bethlehem genauso, als sie auf der Suche nach einer Bleibe waren? Du hast recht.
Die beiden mussten ja wortwörtlich an ganz viele Türen klopfen, bis ihnen zumindest einer die Stalltür öffnete und sie dort dann Unterschlupf fanden. Und dann ist dieses Kind geboren. Ein echtes Schlüsselkind quasi. Wie meinst du das dann jetzt? Na, das Kind hat wirklich die Welt verändert. Ich meine, damals, noch in derselben Nacht, hat dieses Kind doch schon wildfremde Menschen angezogen. Die frisch gebackenen Eltern haben die Stalltür geöffnet und wurden so zu Türöffnern für Hirten und Weise aus fernen Ländern. Und von da ausgehend hat Jesus ganz verschiedenen Menschen Herzen und Türen geöffnet. Er hat kranke Menschen geheilt und ihnen so wieder ein neues Leben ermöglicht. Ich denke da an die zahlreichen Wundergeschichten, in denen Blinde wieder sehend wurden, Taube wieder hören und Lahme wieder gehen konnten. Und ganz allgemein hat Jesus den Menschen in der Gesellschaft damals Raum gegeben, denen eine Tür fehlte. Kinder, Zöllner, Personen anderer Herkunft, sie alle haben durch die Zuwendung Jesu wieder mehr Möglichkeiten bekommen. Jesus war ja wirklich ein echter Türöffner für die Menschen seiner Gegenwart. Und wie ist es bei uns heute? Hat Jesus euch auch schon mal die Tür geöffnet? Ich denke, dass er seine Hände im Spiel hatte, als mir in der Geschichte, die ich eingangs erzählt hatte, die junge Frau die Tür aufgemacht hat. Schließlich zählt sie heute zu meinem engsten Freundeskreis. Es gibt doch immer wieder solche kleinen Augenblicke, die wir in unserem Alltag erleben. Von solch einem besonderen Moment haben wir ja auch vorhin in der Geschichte von der Ottostraße gehört. Durch die Offenheit von Frau Müller, die ihr Haus zu einem Begegnungsort der Nachbarn machte, sind die Menschen aufeinander zugegangen und haben sich gegenseitig Zeit geschenkt. Ja, und nachdem es dann eine Zeit der Stille gab und bei Frau Müller kein Kuchen mehr gegessen wurde, hat Familie Berger plötzlich ihre Haustür geöffnet. Das ist ja eine ganz hübsche Geschichte. Aber wie soll denn das jetzt bei uns in der Realität funktionieren? Ich denke, wir haben in den letzten 2 Jahren gelernt, dass wir manchmal Türen auch anders öffnen können. Und es gibt einen, bei dem die Tür sowieso immer offen ist. Es berührt mich, dass Jesus mir ständig die Tür offen hält und ich von ihm nicht abgewiesen werde. Jesus hat eben echte Gastgeberqualitäten. Der Evangelist Johannes drückt das über Jesus in wenigen Worten so aus: Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Was für ein Angebot, was für eine Einladung. Und doch hält sich die Begeisterung vieler Menschen damals wie heute in Grenzen. Vielleicht, weil sie den Gastgeber nicht kennen oder gar nicht erst an der Tür anklopfen. Lasst uns bewusster die Türmomente in unserem Alltag wahrnehmen. Zwischenmenschlich, aber auch die Türmomente mit Jesus. Denn wenn wir Jesus als Türöffner verstehen, dann haben wir die Chance, auch selbst zu Türöffnern zu werden. Amen. Amen. Mit der Kollekte unterstützt ihr das Hilfswerk Brot für die Welt. Die Stiftung leistet Hilfe zur Selbsthilfe für mehr als 1300 Projekte in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa. Mit unserer Kollekte wollen wir dazu beitragen, Hunger und Armut weltweit zu überwinden. Von guten Mächten wunderbar geborgen.
Eine Tradition im anderen Gottesdienst zur Heiligen Nacht stellte immer die Fürbittaktion dar, in der ihr euch aufgemacht habt, mit jemandem, den ihr kennt oder auch nicht, die Mitgebsel vom Anfang zu tauschen und ein kurzes Gespräch über das Thema des Gottesdienstes zu führen. Somit hattet ihr Begegnungen und Erlebnisse, mit denen ihr vorher nicht gerechnet habt. Wir halten jetzt gemeinsam Fürbitte. Öffne uns Türen zum Sehen der kleinen und großen Wunder in unserem Alltag. Öffne uns Türen zum Hören der Lauten, der Leisen und der Schweigenden. Öffne uns Türen zum Glauben, denn er gibt uns Kraft und Halt. Öffne uns Türen zum Hoffen, dass wir bald wieder unbeschwert Gemeinschaft erleben können. Öffne uns Türen zum Lieben, denn die Liebe ist der Schlüssel zu unseren Herzen. Lasst uns nun gemeinsam die Worte sprechen, wie sie uns Jesus Christus gelehrt hat, und zugleich alle Menschen in unsere Gedanken einschließen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seid offen. Öffnet Türen. Seid Türöffner. Wir sind alle Türöffner. Die Jahreslosung für 2022 steht im Johannesevangelium. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Tragt eure Schlüsselbänder bei euch, am Rucksack oder am Schlüsselbund. Es soll euch daran erinnern, dass wir alle Türöffner sind. Und wir sagen Danke. Danke an euch, die ihr mit uns diese heilige Nacht anders verbracht und mit uns Türen geöffnet habt. Wir wünschen euch eine gesegnete und ruhige heilige Nacht. Es segne euch in dieser heiligen Nacht der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Schritt für Schritt, und wenn der Boden nachgibt, halte ich dich. Keiner lässt dir irgendwie in dem Stich. Ich glaub an dich, glaubst du an mich? Weg für Weg, weil zusammen so viel leichter geht. Wenn du die Welt auf deine Schultern trägst, gemeinsam kriegen wir das hin. Never get the highway out there.